Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Serie mit mir, dem Finio von den Gamer Brothers TV. Ich starte heute das fantastische Spiel Assassin's Creed 4. Ich habe es zwar noch nicht angezockt, aber ich sag jetzt schon mal, dass es fantastisch wird. Ich freue mich so auf den Titel, ihr könnt mir das gar nicht, glaube ich, so glauben. Weil die PC-Version, die kam ja 3 Wochen später als die PlayStation-Version. Und jetzt habe ich sie endlich auch und ich kann auf Ultra-Setting spielen mit meinem neuen PC und mit 60 Frames. Und ich glaube, in dem Spiel nimmt er mit 30 Frames auf. Das sollte jetzt aber nicht allzu relevant sein. Und ja, ich wollte mit euch die Einzelspieler-Kampagne spielen. Mehrspieler weiß ich nicht, ob ich das später nochmal mache. Ich wollte erstmal mit Einzelspieler anfangen. Optionen habe ich schon gemacht. Zusätzliche Inhalte kann ich auch noch was dazu sagen. Ich habe mir nämlich die Deluxe Edition geholt von Assassin's Creed mit 4 DLC-Packs. Ich habe mich damit noch nicht auseinandergesetzt. Ich weiß nicht, ob ich die schon habe oder ob die erst noch rauskommen. Muss ich später mal gucken. Ich will erstmal anfangen und machen wir einen neuen Spielstand. Natürlich nenne ich mich Finio, wie sonst auch immer. Und ich bestätige jetzt erstmal. Mal gucken, was jetzt kommt. Oder auch nicht. Und ich wollte noch sagen, mein Spiel lädt eigentlich relativ schnell, weil ich einen SSD-Festplatz hab. Festhalten! Sie haben uns! Kannst du sie sehen? So, und wir steigen direkt in einer Schiffsschlacht ein zwischen, ich schätze es mal, wir sind die Piraten und den Engländern, beziehungsweise den Briten, und wir haben das erste Mal schon den Assassinen gesehen, die erste Begegnung mit dem Assassinen, und ich muss das Ruder in die Hand nehmen, Kanonen abfeuern. Um ihre Kanonen abzufeuern, halten Sie rechte Maustaste und bewegen Sie die Maus zum Zielen. Drücken Sie dann auf die linke Maustaste, um zu schießen. Schießen Sie für maximalen Schaden an den Rumpf. Okay. So. Dann. Ja, ich muss erstmal gucken, wie ich hier zielen kann. So kann ich zielen. Oh, das ist aber nämlich. So. Okay. Und? Ja, sauber, ich habe getroffen. Das fängt ja schon mal gut an. Hier sind noch weitere Schiffe. Die hole ich mir jetzt auch erstmal. So. Das erste Schiff ist schon mal weg. Und ich hoffe, wir rammen uns jetzt nicht. Da ist das zweite Schiff. Das will ich jetzt auch mal treffen. So, das zweite Schiff ist auch weg. Und. Ah, jetzt habe ich einfach so gefeuert. Mies. Ist gerade ein bisschen neblig, deswegen. Weiß ich gerade nicht. Wohl. Alter, nein, was? Oh, okay, das haben wir auch schon mal zerstört. Und jetzt kommt, ich glaube, das Hauptschiff. Oh, will uns das rammen? Nein, bitte nicht. Nein, komm schon. Nein. Oh, dieser Nebel. So. Nein, fast zerstört. Vielleicht noch einmal. So. Dann haben wir das auch schon mal geschafft. Jetzt haben wir nur noch. Oder wir haben noch kein Schiff. Das Magazin ist explodiert! Lösch die Flammen! Mach schon, du räudiger Hund! Oh.
Ist es gefährlich? Edward. Hm? Die Freibeuterei. Ist es gefährlich? Wäre ja sonst nicht so gut bezahlt. Warum gehst du nicht zur Royal Navy? Du kriegst sicheres Geld, segelst mit Gentlemen. Ich pfeife auf diese Gentlemen. Für jeden Schilling, den ich verdiene, bekommt der Captain 600. So verdient man kein Vermögen. Wir brauchen kein Vermögen. Es geht nicht ums Brauchen, Caroline. Ich will Essen, das mich nicht krank macht. Ich will Wände, die den Wind abhalten. Ein angenehmes Leben. Wie lange wärst du unterwegs mit diesen Freibeutern? Ein Jahr, schätze ich. Höchstens zwei. Also gut, nicht mehr als zwei. Versprich es. So, da geht's auch wieder weiter mit der Zwischensequenz oder besser gesagt nach der Zwischensequenz. Ja, ich guck einmal kurz, ob ich irgendwie die Untertitel einstellen kann. Ob es so eine Funktion hier gibt. Ich weiß aber nicht, wo das sein könnte. Vielleicht unter Allgemein. Helligkeit, Blut ist an. Ah, hier Untertitel. Machen wir gleich mal an. So. Okay, doch. So. Und jetzt sollten auch die Untertitel an sein. Hoffe ich jetzt. So, und jetzt halte ich schon mal Sprinten fest, damit der auch schneller schwimmt. Das ist wahrscheinlich auch die Sprinttaste, schätze ich jetzt mal. Und mal gucken, was uns gleich am Ufer erwartet. Wahrscheinlich wieder eine Zwischensequenz. Oder? Warte, gibt es hier vielleicht irgendwo noch so ein Versteck oder so? Ich glaube nicht, oder? Weil es könnte ja sein, dass es hier manchmal auch so versteckte Kisten gibt. Nee, ach, ist auch egal. War's für dich auch so gut? Havanna. Ich muss nach Havanna. Dann baue ich uns schnell ein neues Schiff, oder? Ich bezahle dich. Ist es nicht das, worum es euch Piraten geht? 100 Escudos. Sprich weiter. Hilfst du oder nicht? Du hast dieses Gold nicht dabei, oder? Verfluchtes Piratenpack! Dich hole ich mir, Früchtchen! So, da haben wir nochmal Glück gehabt. Ich geh mal kurz ganz schnell hinterher. Wow. Das war ein schlechter Anfang. So. Dann laufen wir jetzt mal den Assassinen hinterher. Es ist, glaube ich, ein ganz neues Gefühl, dass ich den Assassinen jagen muss. Also, für mich jetzt. Sonst gibt's hier nichts. Nee, ich suche immer wieder nach versteckten Kisten oder nach Geheimkisten. Ist hier vielleicht was? Weil da geht's runter. Ich weiß nicht genau. Es sind 100 Meilen oder mehr nach Havanna. Willst du den ganzen Weg so laufen? Nee, da unten ist. Sieht mir auf jeden Fall nicht so aus, als ob da eine Kiste wäre. Gehe ich erstmal weiter. So. Jetzt hier hoch. Als ob ein verletzter Assassin. Okay, als ein Assassin, aber als ob der verletzt so klettern könnte. So schnell. Aber naja. Was soll's. So. Dann gehen wir jetzt erstmal hier. Wow. Den Turm hoch. Ja, wenn du jetzt hier den Turm hochgehst. Ah, so. Geht doch. So, da geht's sicher höher.
Dann müssen wir wohl hier lang, ja. So. Und gleich müssen wir an der Spitze des Turms sein. Gucken, was uns da erwartet. Ob wir vielleicht runterspringen müssen in die, in diese Heuhaufen da, wie es auch schon in den letzten Teilen war. So. Synchronisieren. Was heißt das denn? Ach so. Ja, es sieht auf jeden Fall geil aus. Und jetzt, ja, wie schon gesagt, springen wir hier in die Heuhaufen. Blöder Fatzke. Wo will der bloß und hin? Da läuft er uns auch schon weg. Aber den müssen wir irgendwie kriegen. Wow. Das war knapp. Hier gibt's. Ah, ja. Hätte ich mal. Ah, zum Glück habe ich mich umgedreht, weil hier ist nämlich eine Kiste. Jo. War eigentlich auch schon relativ viel drin, hoffe ich jetzt mal. Ich kann mich jetzt nicht genau erinnern, wie viel das im letzten Teil wert war oder ob das in diesem Teil auch gut ist. Weiß ich nicht, nämlich nicht genau. So, und vielleicht ist ja noch irgendwo eine Kiste, aber ich bezweifle ich eher. Aber man weiß es ja nicht. Deswegen gucke ich mich immer mal um. Ist eh das erste Level, da werden wir den eh nicht so verfolgen. So. Hier ist nichts, oder? Ach, ich laufe einfach weiter. YOLO. E ist für fallen lassen. Okay, dann habe ich auch schon was. Zusammentun. Neues gelernt. Ja, finde ich auch eine gute Idee. So, und vielleicht ist da jetzt hier auch eine Kiste. Aber Wildschweine, kann man mit denen irgendwas anfangen? Ja, da stand gerade irgendwas. Muss ich gleich mal gucken. Okay, springen kann ich auch allgemein so. Und ist hier irgendwas? Ich glaube nicht, oder? Ja, doch. Ja, gut, dass ich hier auch nochmal hingeguckt habe. Es scheinen ja doch wohl mehr Kisten zu sein als sonst. Oder nicht als sonst. Was laber ich da? Als ich gedacht hätte, so. Ja, und komme ich hier eigentlich hoch? Nee, kann ich. Ah. Komme ich da nicht rein? Komisch. Egal. So, ich will jetzt eben kurz wissen, was man hier mit dem Müllschein machen kann. Wow. Was war das denn? Egal. Ich will eben kurz wissen, was man hier mit dem Wildschwein machen kann. Und ich wüsste, wo die sind. Wo sind jetzt die Wildschweine hin? Da ist eins. Das schnappe ich mir. Den schnappe ich mir. Aber ich muss mich, glaube ich, anschleichen. Kann sich immer anschleichen. Werde ich wahrscheinlich gleich nur sehen. Es läuft weg, es läuft weg, es läuft weg, es läuft weg, es läuft weg. Richtig, komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon. Vielleicht hilft das auch, wenn ich die ganze Zeit E gedrückt halte. Na, wo ist es jetzt da? Nein. Nein, nein, nein. Scheiße. Oh. Die wollen mich doch verarschen, oder nicht? Ah, egal. Ja, die wollen mich verarschen. Kein Bock auf sowas. Dann gehe ich mal schnell weiter. Vielleicht habe ich den ja jetzt hier. Nein, ah, egal. Scheiß drauf. Ich muss hier gar nicht. Muss ich hier drauf? Ich glaube schon, oder? Ja, ich muss hier drauf. Und wahrscheinlich muss ich hier wieder runter ins Wasser, oder? Ich guck gerade mal. Wo ist denn der andere lange? Ich meine, er ist ja auch runtergeschwommen, oder? Ich hoffe es, dass der jetzt hier runtergesprungen ist, weil sonst wird es nicht so gut ausgehen. Ah, okay, gut. So, und muss ich jetzt hier lang oder da? Ich glaube, ich muss hier lang. Hoffe ich. Bleib mir vom Leib. Da ist er. Oha. Was? Was? Oh, der Wichser. Hat er mich eiskalt. Ah.
Den schnappe ich mir jetzt. So, den schnappe ich mir jetzt, ey. Wow, was war das? Die Entfernung verringert sich. Will er mich verarschen? So. Ja, wie soll ich denn ja an den Rand kommen? So, jetzt kommt. So. Wow. Okay, ist er tot? Jo. Mr. Duncan Walpole, ich nehme euer großzügiges Angebot an und erwarte eure Ankunft mit Spannung. So ihr tatsächlich in Besitz der gewünschten Informationen seid, werden wir euch großzügig belohnen. Obwohl mir euer Antlitz unbekannt ist, werde ich, glaube ich, das Kostüm wiedererkennen, für das euer geheimer Orden so berühmt ist. Also kommt zügig nach Havanna. Ich werde euch willkommen heißen wie einen Bruder. Su más humilde servidor, el gobernador Laureano Torres y Ayala. Mr. Walpole, holen wir eure Belohnung. Okay, also ich find's persönlich die Kampftechniken bzw. die Kampf- oder die Angriffe, ich weiß jetzt nicht wie, genau wie man das nennt. Wow. Ich habe gerade irgendwas gehört. Ja, ist auch egal. Und ja, dann geben wir uns wohl jetzt als Assassine aus. Finde ich jetzt auch nicht so schlecht. Aber irgendwo war hier doch eine Kiste. Hier wird auf jeden Fall irgendwo eine Kiste angezeigt. Was ist hier? Okay, ich kann pfeifen. Aber das bringt mir jetzt gerade irgendwie nichts. Kann ich hier irgendwie hoch? Nee. Hier wird mir auf jeden Fall eine Kiste angezeigt. Aber ich wüsste jetzt nicht, wo die ist. Ist sie vielleicht da oben? Dann kann die eigentlich nur da oben sein, aber... Ich sehe da jetzt gerade keine. Ich will es auch nicht... Oh, das ist auf jeden Fall ein Schiff. Ganz zu... Dieser Schoner sollte ausreichen. Ganz zufällig ist hier ein Schiff. Was ich ganz zufällig wahrscheinlich entern muss. Und dann ganz zufällig damit nach Havanna fahren kann. So. Springen wir mal wieder ins Wasser und... Kommt man hier irgendwo hoch? Nee, komisch. Dann... Ist die Kiste jetzt erstmal egal. Hauptsache ich... Kingston? Nein, nein, unser Reiseziel ist Havanna. Ich bin ein Händler. Schweig, du dreckiger Pirat. Du wirst hängen für deine Schandtaten. Sir, ich hatte nichts mit dem Angriff zu tun. Ah, da. Meine Crew und ich gingen nur vor Anker und Vorräte auf. Okay. Bleib hier! Was ist jetzt? Okay, fliehen die jetzt sozusagen oder was? Grund, deinen Schädel nicht zu spalten. Nehmt meinen Zucker! Nehmt alles, was ihr wollt! Okay. Ah! Der Wasserfall sieht mir extrem nach aus, dass man dahinter auch noch reingehen kann. Genau. Nur ich muss jetzt hier irgendwie wieder rauskommen. Ich glaube, ich habe da unten gerade irgendwas verpasst. Komme ich hier gleich eigentlich wieder hoch? Ich weiß nicht, ich will erstmal... Na komm schon, ich will jetzt... Ich will jetzt nicht alleine lassen, aber ich will da einmal kurz... Ah, jetzt komme ich rauf. Ich will einmal kurz rein. Ja, weil hier ist nämlich eine Kiste. Die meinte ich nämlich. So. Jadestatue habe ich gefunden. Okay. Und ich habe einen leichten Frosch im Hals, deswegen muss ich
manchmal husten. Es tut mir leid, aber ich hoffe, das ist jetzt nicht so schlimm. So, dann können wir auch gleich mal den Kaufmann befreien. Wahrscheinlich denken jetzt auch die Leute, dass sie... So, was ist das denn jetzt hier? Anpirschzonen. Bereiche mit dichter Vegetation können als Anspirenzonen benutzt werden. Sie können sich darin verstecken und unbemerkt bewegen. Nutzen Sie sie, um sich Ihren Zielen heimlich zu nähern. So, boah. Okay. Kann ich nicht irgendwie pfeifen wie gerade? Muss ich den unbemerkt befreien? Oder muss ich die töten? Oh Gott. Scheiß drauf. Oh Gott. So, komm schon. Wow. Komm schon. Oh, gegen drei Leute? Okay, er ist schon mal tot. Wow. So, er ist auch schon mal tot. Jetzt kommt... So, er ist auch tot. Ah, und immer wenn Ausrufezeichen ist, kann man wahrscheinlich parieren. So, jetzt kommt nur noch er hier. Wow, jetzt komm. Nein, treff ihn doch. Was macht er da? So, jetzt. Nein. Mist. Ich komme irgendwie nicht voran. Ah, jetzt. So, ja, habe ich pariert. So, jetzt habe ich erstmal alle. Kann ich die looten? Nee, ne? Oder? Die müsste man noch looten können eigentlich. Hm, befreie ich erstmal den Kaufmann. Bei Gottes Gnade, Sir. Ich danke euch. Ich bin euch ewig dankbar. Ist das deins? Es ist mein Schoner. Doch hier liegt mein armer Kapitän und ich habe kein Talent fürs Segeln. Ich kann ein Schiff führen, keine Sorge. Ihr habt doch nicht vor, es mir abzunehmen, oder? Ich bin Duncan. Wie heißt du, Freund? Steed Bonnet. Nun, Meister Bonnet, das muss jetzt unter uns bleiben. Ich reise im Geheimauftrag von seiner Majestät, dem König, Gott schütze ihn, und muss unverzüglich Havanna erreichen. Ah, das höre ich gern, Sir. Havanna ist auch das Ziel meiner Reise. Wir haben denselben Weg. Dann sind wir verbündet. Ah, ihr habt mich beruhigt, Sir. Dabei hielt ich euch erst für einen Piraten, als ich euch sah. Ach was? Ja, ihr habt einige unkonventionelle Verhaltensweisen. Schnell und leicht, wenn ich das sagen darf. Das hat mich erschreckt. Aber bedenkt man alles? Dann ist es doch ein recht erbaulicher Tag geworden, meint ihr nicht? Ganz zufällig muss er auch nach Havanna. Okay, das Ruder des Schiffes erreichen. Wohl zum Schiff schwimmen müssen. Ja. Da gibt es wohl Schlimmeres. Okay, kann ich ihn zu... Ich will es jetzt eigentlich nicht aus... Okay, ich will es nicht ausprobieren, ob ich ihn umbringen kann. Aber ich frage mich immer noch, ob ich irgendwie tauchen kann. Ah. Aber ne, untertauchen ist glaube ich nur verstecken. Oh, er schifft da schneller als ich. Hätte ich doch den Mantel ausgezogen. Naja, egal. So, dann haben wir jetzt, oder müssten wir jetzt eigentlich das Ruder des Schiffes erreicht haben. Ach, jetzt habe ich gar nicht geguckt, ob man die looten kann. Ist jetzt eigentlich auch egal. So. Kommt der jetzt hier hoch? Hallo? Hallo, hallo, hallo? Ah, okay, jetzt geht's. So. Und jetzt kann ich auch das Ruder führen. Und ja, ich würde sagen, das sollte es erstmal für die erste Folge gewesen sein. Ich hoffe, ihr hattet genauso Spaß wie ich an diesem Spiel. Auch auf höchster Grafik, mittlerweile habe ich sogar 60 Frames, läuft. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein. Ciao. Vielen Dank, dass du dieses Video bis zum Ende angesehen hast. Uns gibt es natürlich auf Facebook, ihr könnt uns auch auf YouTube abonnieren, wenn ihr wollt. Und wir sind auch auf Twitter vertreten unter TGBTV1. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, euer TGBTV-Team.